Leute, es ist der 26.11. in aller Herrgottsfrüh. Keine Ahnung, wir haben irgendwie um die Mittagszeit. Und der neue Patch ist da. Der neue Patch ist da, gerade frisch runtergeladen. Und da schauen wir doch mal rein. Also, was haben wir im neuen Patch? Was hat sich verändert im Game? Können wir überhaupt noch angeln? Können wir überhaupt noch angeln ohne... Ja, wir können ganz normal weiter angeln. Es lübt. Es ist noch nicht der Weihnachtspatch. Da warten wir natürlich auch immer noch drauf, dass da ein bisschen was kommt. Aber der lässt noch ein wenig auf sich warten. Was sich allerdings verändert hat, da schauen wir mal eben rein. Ich habe hier so eine geile kleine Liste. Und ich sag mal, die wichtigsten Sachen sind... Das Allerwichtigste ist, dass der Moskitosee sich verändert hat. Und ich würde sagen, wir reisen als allererstes zum Moskitosee. Und währenddessen gucken wir einfach, was sich noch verändert hat. Ist das der Hammer? Hat damit irgendwer gerechnet? Der gute alte Moskitosee? Da ist er. Neues Bildchen. Wunderschönes Wetter. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Vor allem, was es da gibt an Fischen. Abgefahren, oder? Ich gucke gerade sonst noch mal rein. Physik von Kunstködern am Gewässeruntergrund hat sich verändert. Das heißt, fürs Kunstköderangeln mit Sicherheit interessant. Dann sollen die Eichhörnchen, Ratten und Mäuse, also tieridentischen Köder, die sollen halt wieder mehr fängiger sein, aber dafür auch gleichzeitig einen höheren Verschleiß haben, die Nagetiere. Und ja, dann gibt es einen behobenen Fehler, wodurch Kunstköder, die einfach nur durchs Wasser ins Trudeln gekommen sind, nicht mehr Tiere, Fische anlocken. Ob das die Tunguska-Spinner-Treiben-Lass-Methode ist? Ich bin gespannt, ich werde es auf jeden Fall testen. Schauen wir uns aber jetzt natürlich erstmal hier den Moskitosee an. Achso, dazu kommt natürlich auch noch, was ja auch schon angekündigt war, das Qualifikationssystem. Sieht ganz gut aus, ich habe gerade den ersten Blick reingeschmissen hier. Wenn man hier klassisches Spinning macht. Ne, also hier dann Herausforderung sozusagen. Fange die 25 verschiedenen Fischarten mit der Kunstködermontage. Fangen Sie 25 verschiedene Fischarten. Also solche Sachen. Genau. Fangen Sie eine Seewarnforelle mit einem Mindestgewicht von... Ja, das ist doch nett. Solche kleinen Challenges. Das im Jiggen. Leicht und ultraleicht. Stippen, Bollo, Fiedern, Karp. Das ist schön. Das ist schön, da kann man sich so ein bisschen dran entlang angeln. Man hat wieder so ein bisschen Challenges, die man machen kann. Neben dem Trophäenbuch kann man dann auch sowas noch machen. Wunderbar. Gute Sache, gute Idee. So, aber nun, ich gucke gerade nochmal schnell drüber. Im Launcher kann man sowas ändern. Neue Version des Moskitosees. Qualifikationssystem ist drin. Preise für alkoholische Getränke. Ja, saufen sollte eh nicht. Kostet nur Silber. Die wurden erhöht. Wechselwirkung zwischen Kunstköder und Untergrund. Fängigkeit der Nagetiere, genau. Aus dem Weizenkörner kriegt man mehr jetzt raus. Genau. Der Übergang zu einer neuen Version der Grafik-Engine des Spiels wurde vorgenommen. Vielleicht sieht man das noch besser an der Tunguska. Schauen wir uns vielleicht auch noch an. Also, jetzt erstmal hier der neue Moskitosee. Ich bin schon angetan. Das ist mal wirklich... Man muss sagen, das ist Russian Fishing 2020. Es ist Russian Fishing 2020. Es ist auf einem neueren Level. Es ist gerade hier auch im Hintergrund. Es ist dörflicher. Es ist natürlicher gestaltet.
Es ist nicht so reingesetzt und dann stellen wir noch ein paar Pommesbuden daneben und dann haben wir den Angelsee. Es ist schon deutlich komplexer. Wunderbar. Bootstation, sehr schön gemacht. Gucken wir mal eben auf die Map. Ha! Ha! Und ich wollte direkt noch fragen, ist denn ein Boot nötig? Also ich würde sagen, von der Breite des Gewässers, wie es jetzt hier, also wirklich schön, schön gemacht, wie es jetzt hier gemacht ist, von der Breite nicht zwingend. Sehr, sehr gut, viele kleine Möglichkeiten, überall die Gewässertiefen mit reingeschrieben. Sehr detailliert alles. Das sieht auch schon alles super aus. Richtig geil. Mich interessiert als erstes das hier oben. Wie sieht das hier oben aus, dieser Zulauf? Sollen wir mit dem Boot einmal drüber fahren? Ne, macht so viel Krach, wir rennen außen rum. Gucken wir mal. Das Dorf hier auch gleich nochmal. Wie sieht denn das hier aus? Sowas zieht mich ja auch immer an. Und was haben wir hier? Na, vielleicht kann man hier sogar noch ein paar Frösche angeln und sowas. Sieht doch schon direkt so aus, oder? Und hier der Bereich, Alter, hier muss man doch schon angeln, Alter. Hier muss man sofort loslegen. Instant. Schnell nochmal hier ins Dorf gucken. Vorne war der Bootsverleih. Das ist doch schon mal gut. Hier haben wir den Fischmarkt. Jawohl. Kaffee. Cola-Automat und das Kaffee. Im Kaffee. Ab jetzt auch wieder drin. Der 12-Kilo-Hecht. Ob er jetzt fängig ist? Ob man ihn jetzt wirklich fangen kann hier? Kann man jetzt hier 12 Kilo Hecht fangen? Ich glaube, vor diesen Veränderungen war der schwerste Hecht 10 oder 10 irgendwas, 9 irgendwas. Gucken wir mal eben in Futtermische, Rekorde, Rangliste, Moskitosee. Alter, das sind. Okay, das ist der neue Moskitosee. Ich muss hier gerade dreimal hingucken. Moskitosee. Aaland, Barsch, Brasse, Döbel. Zack, hier gab es gerade einen neuen Rekord. Glückwunsch dazu. Schalam, Alter. Schöner, dicker, fetter Aaland. Goldschleie im Moskitosee. Schönes Ding. Einer der Fische, wo ja viele auch hinterhergegeiert haben. Und ihn, ja, ich hoffe, man fängt ihn hier auch in Trophy-Größe. Hecht mit 10 wurde schon wieder gefangen. Nee, das ist schon ein bisschen was älter. Hier waren wir schon einiges älter. Okay, Karausche. Also die alten Sachen wurden auch übernommen, das ist gut. Schleie, Schuppenkarpfen, Spiegelkarpfen und Wels. Uff. Ein paar Welse wurden schon gefangen. Das kann für den frisch eingestiegenen, gerade an den Moskitosee, das ist ja das erste Gewässer, wo man dann hinkommt. Das kann natürlich tricky werden, wobei, wer hat am Anfang schon einen Tauwurm? Aber wenn so Spiegelkarpfen auch auf Perlengraupe und so gehen und man hat so ein Low-Level-Equipment, wird das interessant. Goldschleie. Bisher auch ziemlich random. Süßteich, ja. Oh, Leute, das wird interessant. Das wird interessant. So, Lebensmittelgeschäft. Ja, wie immer. Werkzeugladen, Jawolski. Angelgeschäft. Schön, schickes Häuschen. Aber auch da hatte sich nichts geändert, bis auf, wie gesagt, die Kunstköder. Man kriegt sie, kriegt man sie hier überhaupt? Weckiwurm, Weichplastikköder? Nee, ne? Oberflächenwobbler, die gibt es ja nur an der Tunguska, die Ratten, die jetzt einen höheren Verschleiß haben sollen. Kunstköder. Ziehen wir mal eben runter. Da sind sie. Zum Beispiel. Genau, die sollen jetzt einen höheren Verschleiß haben. Trotz allem werde ich die ganz sicher jetzt mal testen. Vorher kaum damit geangelt. Und jetzt wird das auf jeden Fall getestet. Komm, rennen wir mal kurz rum hier. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen hier noch an.
Hier ist die Verwaltung, sehr gut. Wenn man eben noch nicht, auch so die Details hier, ne, so Kleinigkeiten. Sehr gut, ey. Na, so ein Haus am See? Na, wäre doch was, oder? Würde mir schon schmecken. Professionelle Strom- und Internetleitung. Nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? Werkstatt? Hat man nicht gerade schon eine Werkstatt? Ist es eine andere Werkstatt? Nee. Nee, wir hatten Werkzeugladen. Werkstatt. Veränderung bei der Werkstatt. Eine kaputte. Getriebe 1100 hier. 10% Verschleiß Getriebe. Ah, okay. Kugellager geht hier nicht. Bei der Tagara zum Beispiel. Bremse nicht. Schmierung geht nach wie vor. Spule nicht. Okay. Okay. Also doch nicht alles da. So, weiter geht's. Hier wieder so kleine nette Häuschen. Ich renne erstmal hier hinten rum. Wo ist die Gulaschkanone? Gab es die Gulaschkanone? Bin ich dran vorbeigerannt? Kann man nicht mehr gratis essen oder was? Komm, da hinten geht's sogar so weiter. Hier so ein kleiner Weg drumherum. Super gemacht. Andere Baumarten auch mit drin. Nicht mal so Standard hier. Sehr gut, ey. Wo sind wir hier? Ach, guck mal, das ist so ein Rundweg. Oh, jetzt guckt euch hier die Stellen an, Alter. Da wird man doch schon gierig. Hier muss man doch die Route reinhalten. Ich finde von der Größe her sehr angenehm. Man kann es gut überblicken immer noch. Man hat markante Stellen, die man sich gut einprägen kann. Leute. Och, wie schön, ey. Läuft, ey. Aber ich habe die Gulaschkanone noch nicht gesehen. Alter, diese ganzen kleinen Hütten hier mit den Anlegern. Mega. Richtig, richtig gut. Richtig gut, ey. Ja, so soll das sein, oder? So soll das sein. Ist ein richtig schickes Gewässer geworden. Sehr natürlich, sehr gut eingebunden. Guckt euch das hier an, diese Übergänge auch. Kommt mir irgendwie von einem anderen Game sehr bekannt vor. Wo so das Gras mit ins Wasser reinwächst und solche Sachen. Das ist alles mal wieder so ein bisschen... Es sieht einfach deutlich, guckt euch das an, deutlich natürlicher aus. Viel besser dran gearbeitet. Und nicht so zusammengesetzt. Alter, diese Ecke hier. Ein Meter tiefer Bereich. Hier dann der Übergang ins Tiefe. Perfekt, ey. Ach, du... Ist das gut. Ach, ist das gut hier. Oh, das wird wild. Leute, das wird wild. Krass. Das sieht doch schick aus hier. Noch keine Gulaschkanone gefunden, ne? Nicht, dass wir gleich irgendwie gleich hinterrücks von einer schönen Schüssel Gulasch beschossen werden und ich sehe die nicht, ey. Ist ja nicht normal. Oh, hier so eine Schilfkante, oder? Kann man da mal ran hier? Sollen wir mal auf Hecht gehen gleich oder sowas? So was Wildes? 12 Kilo Hecht? Trophy Inc. Instant? Das wär's, ey. Alter. Nee. Oh, geil hier. So richtig, richtig verschlunzter Bereich hier, ey. Komplett dicht. Mega gut hier. Tipptopp. Aber auch hier außenrum sehr gut gemacht. Die Bäume wieder anders gemacht. Andere Baumarten mit drin. Nice, ey. Ist doch super, oder? Ist doch wirklich super. Jetzt hate man nicht so, Alter. Also jetzt mal wirklich, hate doch mal nicht so. Gibt doch gar keinen Grund gerade. Ist doch wirklich gut. Guck mal, wie unterschiedlich das gemacht ist. Also wirklich alle paar Meter
eine andere Situation, ein anderes Gelände. Das ist kein Einheitsbrei hier. Tolles Ding, ey. Schön. Ja, schön. Und ich glaube, wir sind gleich durch hier. Einmal rum. Genau. Dann haben wir, glaube ich, noch hier vorne gleich den Campingplatz. Und dann sind wir durch. Krass. Ist hier vorne, oder? Aber ich glaube, da wird sie auch nicht viel getan haben. Am Camper. Da ist er. Das gute olle Zelt, jawohl. Ja, ein paar Sounds. Mal ordentlich Feuer machen hier. Schick. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Demzufolge bin ich jetzt natürlich wahnsinnig gespannt darauf, ob ich jetzt an diesem neuen Gewässer und die gerade, wo wir schon reingeguckt haben, gerade der gefangene Arland, der gibt mir wirklich Hoffnung, dass ich jetzt endlich meine Arland-Trophy hier fange und dadurch das erledigt habe mit dem Arland im Fangbuch. Gerade an dem neuen Gewässer hat man ja in der Regel eine recht hohe Fangchance. Petri an alle, die sich stundenlang da durchgequält haben am alten Moskitosee. Habt ihr euch auf jeden Fall verdient. Ich hoffe, ich kriege den gleich einfach hinterhergeschmissen, den Arland. Hätte ich mir verdient, finde ich. Ekelhafter Lacker. Irgendwie muss ich das doch auszahlen. So, wo gehen wir hin? Ich würde sagen, wir testen mal so auf Hecht. Wir halten einfach mal die Route rein und gucken, was so geht. Richtig geil fand ich jetzt gerade hier hinten auch diesen 1-Meter-Bereich. Das ist, glaube ich, ja, hier so in dem Bereich. Ist das hier? Ne, ist sogar eine Ecke weiter, ne? Wobei, das ist auch schon ganz gut hier. Schmeißen wir hier einfach mal 3 Routen raus. Ich bin hier gerade ausgestattet mit Winkelpickern, Fluorocarbon komplett. Also Vorfach Fluorocarbon mit 9 Kilo. Und was schmeißt man als erstes raus? Ich würde sagen Teige, weil es ist Anfänger und der beste Teig als Anfänger, den man sich immer noch bisher ja nur leisten kann, ist der Weißbrotköder. Den machen wir mal auf dem kleinen Haken. Die war meine letzte Empfehlung für Einsteiger. Hakengröße 20, 10 und 4. Und ich habe auch zuletzt hier mit diesem 4er Haken und Weißbrot als Anfänger hier geangelt. Und dann schmeißen wir einfach mal nur so eine Hand weit aus. Nicht so wirklich weit. Zack. Liegen lassen. Ist die Animation anders? Die hat die so schnell abgestellt. So, dann brauchen wir natürlich noch einen guten Allround-Köder. Das ist der Tauwurm, einer der besten Köder. Auch nicht so weit auswerfen. Die Animation ist anders. Er stellt die Routen anders ab. Das sage ich dir so. Und was schmeißen wir noch raus? Ich würde sagen, den Erbsenbrei. Oder? Sehr anders. Das ging mal glatter und weicher. So. Ja, und dann würde es jetzt natürlich hier heißen, einfach rumstehen und warten und gucken, was geht. Wobei, das können wir, glaube ich, irgendwie im Stream mal lieber machen, dass wir uns wirklich hier die Spots erkämpfen und ersuchen. Spinning will ich auf jeden Fall gleich auch noch testen. Vielleicht geht tatsächlich hier ein Hecht rein. Das wäre sehr, sehr, sehr geil, dass wir da einen Hecht irgendwie kriegen. Ja, und dann müssen wir natürlich tatsächlich gleich nochmal gucken, was es mit den Kunstködern auf sich hat, ob da was geht. Ich würde sagen, wir machen das mal. Ich lasse mal die kurz hier drin. Es ist ein bisschen anders. Er ruckelt sich da so hoch. Gucken wir mal. Wenn das Spinning so verändert wurde. Hier ist die Jerk. Die gute olle Jerk. Und ich nehme den kleinen Jerk extra. Das ist kein Riesen-Jerk.
Der kleine, selbstgemachte, petrolfarbene. Und ich ziehe mal ganz locker easy durch. Relativ langsam gerade. Ich glaube, ich könnte ihn auch schneller ziehen. Wir hoffen mal, dass es hier nicht solche Hänger gibt. Aber hier kannst du ja fast überall hinwerfen, Alter. Sind wir auf eine 25. Und schön durchgieren. Tja, die Spots und die Situation, die werden sich jetzt natürlich erst in den nächsten Tagen alle einfinden. Die ganzen Pros stehen hier wahrscheinlich schon ringsherum und alle probieren und probieren und probieren und alle werden sich in der Regel sehr schnell austauschen hier im Forum, in der Community. Ich freue mich auf ganz viele Kommentare auch im Forum. Gucken wir mal, was da so geht. Die Leute werden sich hier natürlich auch übers Forum gut austauschen. Oder vielleicht hier unterm Video, also wenn du irgendwelche Infos hast, wo gerade was rennt, einfach drunter schreiben. Solche Videos sind natürlich auch immer gute und wichtige Quellen für den Austausch, wo was geht und wo nichts geht. Oder eher, wo was geht. So, nehmen wir nochmal andere Köder. Tja, und dann werden jetzt natürlich jetzt gleich das Angeln auf die anderen Brocken interessant, also auf Hechte. Ich würde sagen, ich mache hier gleich mal einfach einen Cut und dann sehen wir uns jetzt gleich an Ladoga nochmal ganz kurz und an der Tunguska. Da müssen wir natürlich nochmal eben was testen. Also, da sind wir hier an der Tunguska. Schauen nochmal eben rein hier, was das Treiben lassen der Köder jetzt betrifft. Ob da noch was geht. Ich habe gerade schon auf den Boden geguckt, es flackert immer noch so rum. Da hat sich anscheinend nichts getan von der Grafik. Gucken wir mal, wie es jetzt hier so aussieht. Und halten hier einfach mal die Spinner rein. Kann man hier noch den Köder treiben lassen oder nicht? Das ist die große Frage. Einer, der halt immer ganz gut funktionierte, war dieser hier. Vorfach ist dran. Raus damit, Karl Otto. Offen lassen, treiben lassen. Was man jetzt gerade schon sieht, ist, der Köder liegt, so wie es jetzt hier gerade aussieht, von der Schnur alleine schon. Er liegt auf dem Grund wie ein Stein. Nein. Er treibt doch ein wenig ab. Ich dachte schon gerade. Ballern wir mal raus. Tja, das ist jetzt die große Frage, lübt das noch oder nicht? Ne? Also viele haben damit natürlich sehr viel Geld gemacht. Irgendwie war schon abzusehen, dass es da irgendwann einen Nerf gibt. Solche Sachen gehen natürlich an RF4 auch nicht vorbei. Also fängig ist er, das ist schon mal gut. Man hat immer noch diese komischen schwarzen Flackler. Okay. Ja. Oh, King Gong hat's gemacht. Hier. Da sind die erste Qualifikation. Klassisches Spinning und sowas. Die ersten drei Fische, 1, 2, 3. Das sind jetzt gleich meine ersten drei Fische, die da in Ewigkeit drin sind. Amen. Okay, dann sei es so. Aber das Interessante ist ja jetzt das Treiben lassen. Das heißt, ich werfe jetzt gleich nochmal eine zweite Rute raus und lasse sie dann einfach mal treiben. Oh, da war schon wieder der Biss. Also rein damit. Die kleinen Eschen, ey. Also, weg damit, raus damit. Dann hatte ich hier noch irgendwo eine rumliegen. Wo ist sie? Da. Nehmen wir mal die hier. Guter Köder drauf. Raus damit. Mit dem Spiker
016. Und da ist der Biss. Alles klar, es ist gerettet. Lübt noch. Grünes Licht. Kann weitergehen. Zieht raus die Brocken. Alles klar. Okay, eine Sorge weniger. Leute, eine Sorge weniger. Jetzt habt euch doch nicht so. Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Wird doch alles wieder gut. Alles halb so wild. So. Raus mit dem Brocken. Und da muss ich mich jetzt sputen. Ding Dong. Da muss ich mich sputen, damit ich hier noch einigermaßen schnell, wisst ihr was, komm, direkt reisen zum Ladoga. Ich will auf Hecht testen mit dem komischen, mit den Nagetieren. Das wäre natürlich richtig geil, wenn das jetzt hier am Ladoga mit Nagetier funktioniert. So, und da sind wir am Ladoga, sofort losrennen. Es ist schon 19 Uhr. Die gute Hechtfangzeit läuft also jetzt gerade schon. Und warum Ladoga? Weil Ladoga für mich in den letzten Jahren der ultimative Hechtsee, das ultimative Hechtgewässer war. Und aus diesem Grund schnell hierhin. Ja, an der Tunguska wurden die natürlich auch zuletzt sehr, sehr viel gefangen. Allerdings ging das häufig beim Schleppen und häufig sind die da einfach so als Beifang mit drin gewesen, die Hechte. Und das ist ja weniger ein gezieltes Hechtangeln dann, ne? Und hier geht's halt gezielt auf Hecht. Die große Frage ist, funktionieren die Spots überhaupt? Und die noch größere Frage ist, funktionieren die mit den neuen, mit den Ratten? Also, Route raus. Zack, das lassen wir so, wie es ist. Vorfach dran und jetzt kommt hier eine von den dicken Ratten dran. Alter, wie heißen die denn? Maus irgendwie heißen die. Okay, nehmen wir erstmal was Kleines. Das Kleinste, was ich habe, wäre so ein Skrrr. So, erstmal raus damit. Dann. Also, eine Methode, die irgendwie zuppeln zu lassen, gibt es immer noch nicht. Das heißt, man hat höchstens die Chance, die durchziehen zu lassen. Was ja auch eine klassische Reaktion wäre von so einem Nagetier. Wenn ihr das mal gesehen habt, die springen ja schon mal gerne ins Wasser. Aber dann sehen die eben auch zu, dass die schnell ans andere Ufer kommen, paddeln so gerade straight durch. Versuchen einfach schnell auch aus dem Wasser wieder rauszukommen. Ich weiß nicht, ob da so Pausen irgendwie triggern. Das müsste man jetzt natürlich testen. Dementsprechend schwer fällt es jetzt natürlich auch zu beurteilen, wie fängig dieser Köder dann ist oder auch nicht. Andererseits, wenn hier jetzt gleich ein gigantisches Hechtmaul aus den Tiefen aufsteigt, wäre das natürlich ein guter Beweis. Zack. Doch nicht. Schön. Dann hatten wir hier noch eine Maus. Nehmen wir mal die Maus in schwarz. Raus damit. Ich sehe graue Mäuse. Ah, ne, weiße Mäuse. Vielleicht kann man das auch mit schnellerem machen. Oder deutlich langsamer. Vielleicht ist das schon zu schnell. Also, machen wir mal eine 5. Richtig langsam. Das ist sehr langsam. Das ist sehr langsam. Dann mit Shift so ein bisschen schneller. Bisschen Panik. Ich meine, fürs Schleppen sollen die ja nicht mehr gut sein, ne? Also Schleppen soll ja genervt worden sein. Vielleicht wurde das ja jetzt wieder aufgehoben. Könnt ihr ja mal testen. Vielleicht ist ja einer von euch irgendwie gerade an der Tunguska unterwegs. Und ist da sowieso, hat er eh geplant zu schleppen. Dann wäre das doch mal eine Möglichkeit, einfach mal so eine Maus mit dran zu hängen. An einem dicken Vorfach. Aber schleppen soll ja immer noch
oder soll eigentlich nicht gehen. Das ist auch irgendwie Schmutz. Ja. Da kann natürlich jetzt auch alles. Kann natürlich jetzt viele Gründe haben, ne? Nehmen wir mal eine weiße Maus. Geschwindigkeit 10, weiße Maus, zwischendurch ein bisschen schneller, langsamer. Ich glaube, das wird schwierig. Nee, mach keinen Scheiß, Alter. Ich sehe weiße Mäuse und da kommt sie. Yes. Here we go. Da ist er. Insane, Alter. Abgefahren. Sofort hinterher. Vor allem 6 Kilo. Schön easy reingezogen. Ja, Mann. Also Einholgeschwindigkeit 10 war das jetzt. Langsam gezogen. Ich mach mal jetzt schnelles Ziehen zwischendurch. Schnelles Einkurbeln. Dann so 5 Kurbel. 5 mal rumdrehen. Dann wieder langsam ziehen. Stoppen vielleicht. Aber immerhin war mal endlich mein erster Hecht hier auf so einen Köder, ey. Ich hab ernsthaft, ich hab nicht damit gerechnet, dass die überhaupt irgendwas können, diese Köder. Völlig bizarres Ding. Aber die weiße Maus hat zumindest den ersten Hecht gebracht, bin ich ja schon echt zufrieden mit. Abgefahren, oder? Vielleicht geht ja noch was Dickes rein. Wobei die Uhrzeit ist eigentlich auch schon gleich durch. Ich würde sagen, das packen wir alles mal in ein paar neue Videos. Und gucken, was da funktioniert und was nicht funktioniert. Petri, haut mal ein paar Spots rein unten in die Kommentare. Unter dem Moskito, also für den neuen Moskitosee. Was da geht, ob da schon was geht, ob ihr da schon ein paar Spots gefunden habt. Das wäre sehr, sehr geil. Dann gucke ich da auf jeden Fall mal rein und teste die auch. Und dann schnüren wir da ein kleines Bündel. Auch ruhig mal wieder für Anfänger. Geht man nicht so übertrieben rein. Macht man nicht hier einen auf dicke Hose. Geht mal locker rein, so für die Kleinen. Das war da auch für die Kleinen und frisch Angefangenen. Ich meine, das ist das erste Gewässer, wo man dann angeln soll. Dass wir da ein paar Tipps haben und Tricks haben. So, zieht raus die Brocken. Dankeschön fürs Zuschauen. Nicht vergessen, den Kanal abonnieren. Daumen da lassen. Das hilft wahnsinnig weiter. Bis dahin. Tschüss.